Wo geht's hier lang hin? Sei vorsichtig. Die Geister des Mannes, der Misao getötet hat, sind dort. Der Geist, nicht die Geister. Der Geist des Mannes. Da ist etwas im Boden. Aufheben. Das ist Ayakas Haarnadel. Haarspange, wie auch immer. Das sind ich und Ayaka. Ayaka, das interessiert doch jetzt wirklich nicht. Lass uns irgendwo hingehen, wo es sicher ist. Nein, warte. Nicht, bis ich alles gesehen habe. Und ich habe mir noch nicht die letzte Schublade angesehen. Du kannst dir die Chance vielleicht entgehen lassen, aber ich werde das nicht tun. Schön. Wie auch immer, es interessiert mich nicht. Das ist Akis Position. Keine Fehler. Ha, diese Aki. Sie sagt, was interessiert es nicht? Aber dann kommt heraus, dass sie einen Liebesbrief an den Lehrer geschrieben hat. Nun sehen wir mal, was für süße Säfte... sehen wir mal, was wir hier haben. Das ist ein verfluchter Brief. Wenn du diesen nicht an 5 weitere Leute innerhalb einer Woche weiterschickst, wirst du verflucht. Okay. Wird Zeit, dass wir die unterste Schublade checken. Was haben wir denn hier? Na? Was? Sind das Arme? In Mr. Kuratas Tisch? Warum sollte er... Sind die echt? Nein, das kann nicht sein. Kann nicht sein. Fass das nicht an. Gut, immer noch nicht verrottet. Dein Körper ist wirklich erstaunlich, dass er so lange über 3 Monate hinweg frisch bleibt. Immer noch... Also immer noch mehr zu lieben? Der Typ ist verrückt. Und du hast mein Geheimnis gesehen. Nein, 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 nein. Du kannst nicht entkommen. Das ist also passiert. Sag ich ja, es war der Lehrer. Ich hab dich. Jetzt gibt's keinen Ort mehr, an den du rennen kannst. Hechel, hechel, hechel. Wegen vorhin. Du wirst doch niemandem davon erzählen, oder? Es ist ein Geheimnis zwischen uns. Nein, nein, nein! Ich verstehe, das ist sehr unglücklich. Dann werde ich dich wohl töten müssen. Ayaka und Mr. Kurata! Ah, Hilfe! Ayaka? Beruhig dich. Die Monster sind weg, Ayaka. Was ist passiert? Was ist Ayaka passiert? Sie verfiel in Panik, nachdem sie von einem Monster attackiert wurde. Ja, du warst das Monster. Ich hatte die ganze Zeit recht. Nein, lass ihn dich nicht täuschen. Er wollte sie töten. Nee, er wollte auch dich töten. Ayaka, du wurdest angegriffen? Deswegen habe ich dir gesagt, du sollst irgendwo hingehen, wo es sicher ist. Schon gut. Sie sollte hierbleiben und sich ausruhen. Aber keine Sorge, ich bin ja bei ihr. Okay. Ich zähle auf sie, dass sie auf Ayaka aufpassen. Ich werde mich hier etwas mehr umsehen. Hä? Nein, warte. Geh noch nicht. Warte einen Moment. Ich glaube, ich habe ein Beruhigungsmittel in meinem Tisch im Lehrerzimmer. Könntest du es mir bringen? Vielleicht hilft es ihr, sich etwas zu beruhigen. Verstanden. Sei vorsichtig. Und wage es ja nicht, da draußen zu sterben. Nach all dem seid ihr immer noch meine geliebten Schüler. Lass dich nicht von ihm austricksen. Sir, ich danke Ihnen sehr. Warte, Aki, geh nicht! Hilf mir! Hilfe! Nun denn, niemand, der uns im Wege steht. Nein! Meine Beine sind zu schwach zum Rennen. Du glaubst wirklich, du kannst vor mir davonlaufen? Hilfe!
dummes Mädchen. Es wäre auffällig, wenn ich als einziger unverletzt bliebe. Mr. Kurata hat Ayaka getötet. Es tut mir so leid, dass ich es nicht mitbekommen habe, Ayaka. Aber das ist merkwürdig. Warum ist Misaos Körper nicht verrottet? Das ist auch die Kraft ihres Fluches. Selbst in Stücke zerteilt, versucht sie immer noch verzweifelt zu leben. Sie hing sehr an ihrem Leben. Kuratas Grab. Nein. Ich möchte nichts anfassen, was mit dem Lehrer zu tun hat. Was ist das da? Da kann ich speichern. Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Misao. Ist bestimmt gar nicht aufgefallen, dass ich nicht mehr weiter aufgenommen habe nach dem letzten Speichern. Ich bin nämlich aus Versehen dann auch noch auf den Knopf gekommen, der bei OBS die Aufnahme beendet oder startet. Und ich habe vergessen, meine Kopfhörer einzustecken. Das ist mir doch schon mal passiert. War das auch Misao? Weiß ich gerade gar nicht. Jetzt habe ich den Sound auf den Ohren. Okay. Ja, aufgenommen hatte ich Misao das letzte Mal am Tag, als die Abstimmung über die Urheberrechtsnovelle war. Und als mir dann aufgefallen ist, wie spät es ist, als ich aus Versehen meine Aufnahme beendet habe, ungewollt, dachte ich mir, na gut, machst du dir mal kurz was zu essen. Ist ja gegen 1 Uhr mittags. Da kannst du ja mal fix was essen gehen und kannst mal gucken, wie es gelaufen ist. Und danach kann man sich, glaube ich, denken, warum ich keinen Bock mehr hatte, weiter aufzunehmen. So, und wir gucken mal, wessen Grab ist das denn? Saotomi. Saotomi ist, glaube ich, auch als erstes gestorben. Doch, Saotomi ist als erstes gestorben. Dann gucken wir auch zuerst bei Saotomi rein. Denn da waren wir stehen geblieben. Wir wollten nachschauen, wie wir sie retten können. Es müssen Yoshino und ihre Lakaien gewesen sein, die Misaos Text an das schwarze Brett geheftet haben. Sie haben einfach das niedrigste Niveau von allen. Ja. Sie sind einfach unterste Schublade. Aber Misao ist irgendwie widerlich. Ich habe Mitleid mit Toma, dass er dieses schreckliche Gedicht lesen musste. Aber es sollte Misao sein, die dir leid tut. Ich denke, das Gedicht war ganz süß. War es nicht Saotomi, die das da hingehangen hatte? War das nicht so? Oh, Tome, du bist einfach zu nett. Oder die wusste, dass Misao dort auf dem Klo ist. Oh, oh, ob sie uns gehört hat? Ah, ich habe mein Taschentuch vergessen. Misao, hast du dein Taschentuch vergessen? Hä? Ich leih dir meins. Saotome. Gib es mir einfach wieder, du weißt schon, wann auch immer du Zeit hast. Lügner. So zu tun, als wärst du ein gutes Mädchen. Ihr habt doch, du warst es doch, die meinen Text dorthin gepackt hat, wo ihn alle sehen konnten, nicht wahr? Was für ein schreckliches Mädchen. Sie muss Toma ausgetrickst haben. Ja, dürfen wir jetzt? Ja, okay, wir dürfen auch. Kann ich mich um... Da ist... Jetzt mal im Ernst, der Baseballschläger fällt schon sehr auf. Ja, wir haben einen Baseballschläger. Und wir haben kein Spiegelbild, aber das ist ja nichts Neues. Die Tür öffnet sich nicht. Warum? Ja, aber natürlich, wir wollen raus. Damit bitte. Okay. Wir sind ein bisschen brutal, hä? Huh? Mach weit auf, Toma. Lecker. Du machst das beste Mittagessen, Otome. Du wärst eine gute Ehefrau. Meine natürlich. Na, Toma.
Ich werde dir Thoma nicht geben, Saotome. Thoma gehört mir. Thoma! Misao! Was? Mein Thoma. Thoma, lass uns gehen. Mhm. Thoma? Misao. Misao ist die einzige für mich. Thoma. Thoma, du machst Scherze, richtig? Du hast mir gesagt, dass das mit Misao nur ein Spiel war. Oh, meine Schuld, Otome. Ich habe gelogen. Ich liebe Misao. Es ist sehr laut. Das freut mich, Thoma. Oder ich bin glücklich, besser gesagt. Das kann so nicht stimmen. Thoma! Hast du es noch nicht kapiert? Thoma mag mich. Du bist diejenige, mit der er nur Spaß hatte. Misao, du bist die eine für mich. Und du bist mein, Thoma. Ich liebe dich. Nein! Stopp, nein! Lass deine Finger von Thoma. Saotome. Wir reden erstmal mit ihr kurz. Saotome, bleib bei mir. Nein, öffne deine Augen, Thoma. Du musst dich an irgendwas festhalten, Saotome. To get a grip? Irgendwo festhalten, oder? Sie muss sich festhalten. Oder zusammenreißen? Zusammenreißen macht eher Sinn. Was siehst du in Thoma? Seine gesamte Erscheinung. Du hast Unrecht. Thoma ist cool und nett und er hat mich immer beschützt. Erinnere ich dich daran, was passiert ist, als du im Computerraum attackiert wurdest. Thoma hat dich zurückgelassen. Thoma würde mich niemals zurücklassen. Thoma, er... Ah, bleib weg! Otome! Thoma, Hilfe! Ja, und dann ist er weggerannt. Thoma? Ich will hier nicht so viel rumschreien, es ist 11 Uhr. Ja, ich will hier nicht so viel rumschreien. Thoma hat mich zum Sterben zurückgelassen. Aki, kann ich diesen Baseballschläger haben? Nein, nein, nein! Ich brauche dich nicht, Thoma. Ich hasse dich. Thoma? Thoma, könntest du bitte aus meinem Leben verschwinden? War das jetzt richtig? Ich muss mich bestimmt erstmal umdrehen, ja. Kuga! Oh, sie wurde wiedergeboren. Okay, also gehört das Grab jetzt niemandem mehr? Es scheint so. Wir speichern erstmal. Ich weiß nicht, ob das so richtig war. Bin mir ja nicht so sicher, ob das so richtig war. Yoshinos Grab. Dann schauen wir mal bei Yoshino rein. Auch wenn ich finde, dass dies am wenigsten verdient hat, wiedergeboren zu werden, aber okay. Wir spüren eine Präsenz. Ja, ist ja schön. Da ist also jemand, aber ich sehe es nicht. Die Tür öffnet sich nicht. Mach auf! Misao, sei kein böses Mädchen. Wenn du weiterhin gut bist, lasse ich dich raus. Okay. Ja, nur dass wir nicht Misao sind. Kann ich jetzt bitte? Nein, aufhören. Bleib fern. Geh weg. So, irgendwie was in der Art. Stopp! Hilfe! Nein! Ich habe Angst. Es ist dreckig. Es tut weh. Es ist ekelhaft. Au, 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 au. Oh, oh. Ich will es gar nicht sehen, ehrlich gesagt. Ich kann mir denken, was da gerade passiert. Oder was da gerade passiert ist. Das werde ich niemals vergeben. Misao? Niemals vergeben. Niemals vergeben. Ich komme auch nicht an ihr vorbei, nein. Oh. Vergib mir, Misao, nein! Ja.
Sie hat es verdient, ehrlich gesagt. Sie hat es verdient. Was kann ich denn da? 3 von 4 Pissoirs sind blitzeblank. Zumindest blitzen, blinken sie. Hilfe! Hilfe! Du kannst mit dem, was du Misao angetan hast, nicht davonkommen, Yoshino. Das ist deine Bestrafung. Aber ich weiß, dass du sehr viel gelitten hast. Dass du selbst sehr viel gelitten hast. Also werde ich dich befreien. Misao, wirst du jetzt wohl aufhören? Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber Yoshino tut es wirklich leid. Ich glaube, das funktioniert nicht. Wenn ich doch nur etwas finden könnte, womit ich Misao aufhalten könnte. Hier, die blitzeblanken Klos. Aha. Aha. Aha, okay, also wir haben den Baseballschläger, Salz und Münzen. Da komme ich nicht rein. Da kann ich nichts machen. Baseballschläger. Misao, hör auf! Okay. Misao, hör auf! Und die letzte. Misao, hör auf! Das ist ein bisschen wie bei Dora the Explorer. Swiper, nicht klauen! Yoshino. Oh. Sieht nicht so aus, als ob sie sprechen kann. Vergib mir! Vergib mir! Yoshino, es ist jetzt in Ordnung. Nein! Nein! Stopp! Bleib weg! Yoshino, ich hoffe wirklich, dass dir das beigebracht hat, kein Rüpel mehr zu sein. Ansonsten werde ich nicht. Ich schwöre, werde ich nicht. Vergib mir. Ich bin mir sicher, Misao wird dir vergeben. Wird dir auch vergeben. Jetzt lass uns zusammen zurückgehen. Warum? Oh. Oh, oh. Nicht gut. Hi, Misao. Warum kommst du mir in die Quere? Ich dachte, du hast mich gerettet. Ich dachte, du wärst meine einzige Freundin. Ja, ich bin immer deine Freundin, Misao, aber dich das tun zu lassen, würde dich auch nicht retten. Was bist du? Misao, du bist noch nicht ins Himmelreich aufgestiegen. Wenn du damit weitermachst, dann wirst du dort auch nie ankommen. Halt den Mund. Hör zu, Misao. Hilft dir das wirklich, dein Herz zu reinigen, wenn du das hier tust? Ruhig. Natürlich nicht. Wenn es das tun würde, dann wärst du bereits verschwunden. Halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe. Hör auf damit, Misao. Du bist nur rachsüchtig. Ich will dich so nicht sehen. Ruhe! Misao? Haben wir denn noch die Sachen? Nein, wir haben gar kein Inventar. Okay. Gugu! Noch ein Baby. Hey. Kudos Grab. Na dann. Wie muss er wohl leiden? Hahaha, dumme olle Misao. Oh, ist die süß als Kind. Hör auf, Misao zu ärgern. Bams. Oh Mann, und hier kommt eine weitere Nervensäge. Wieso ärgerst du Misao schon wieder, Takeshi? Misao, es ist jetzt okay. Na, na. Ich werde mich um Takeshi kümmern, also weine nicht. Okay. Lass uns nach Hause gehen. Ich werde dich auf dem Weg beschützen. Wie süß. Du warst damals so nett. Aber du hast dich verändert. Daten Toma und Misao jetzt wirklich?
Sieht natürlich nur wie ein... Sure looked like a school date at lunch today. Ah, sieht aus wie ein Mittagsdate heute. Ich habe sie gesehen. Ich habe Misao noch nie so lächeln gesehen vorher. Oh, Misao! Lass mich dich mal für eine Sekunde sprechen. Nein. Warum nicht? You giving me lip? Was? Hier bitte richtige Übersetzung einfügen. Oh, gut gerettet. Au! Du weißt, was passiert, ja? Das passiert, wenn du eben versuchst, Toma zu daten. Und er geht einfach. Er geht einfach. Du hast mich verlassen. Ich habe dir vertraut. Ich werde dir nicht vergeben. Wo bin ich? Wo ist das hier um mich herum, die Schwärze? Oh, Jetzt hör schon auf! Oh. Stirb. Aber das ist er doch schon. The likes of you should die. Leute wie du sollten sterben? Wahrscheinlich? Rückgratlos. Stirb, stirb, stirb! Vergib mir, Misao! Stirb in einem Feuer. Brenne in der Hölle. Stopp! Stopp! Stirb! Ich hasse dich! Stirb jungfräulich! Da weißt du Bescheid. Muss ich... Hab ich noch? Ich hab kein Inventar. Okay, mit dem Misaos kann ich nicht reden. Kudo, wach auf! Kudo ist nutzlos. Stirb endlich! Misao, bitte hör auf! Es tut mir leid, so leid! Kudo, bitte, komm mit mir zurück! Vergib mir! Es gibt keinen Grund, ewig darum zu flehen. Wenn ich Misao doch nur viel eher gerettet hätte. Es ist mein Fehler, alles mein Fehler! Nein, es ist nicht dein Fehler. Aber das ist es. Misao loathed me. This is utmost proof of that. It's all me to blame. Es ist alles meine Schuld. Ha! Kudo! Nein, diese Mädchen sind nicht Misao. Das sind nur Illusionen, die aus der Dunkelheit deines Herzens geboren wurden. Was für ein Blödsinn. Womit untermauerst du diese Behauptung? Weil Misao nett ist. Sie würde diese Dinge nicht sagen. Weißt du das nicht selbst? Misao. Misao. Kudo. Misao?